Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung und auch schön, dass doch einige trotz des miesen Wetters heute den Weg hierher gefunden haben und sich für dieses Thema interessieren. Ausländerehen, so der sperrige und hier in Anführungszeichen geschriebene Begriff, zeitgenössische Begriff oder wie es heute gern genannt wird, statistisch binationale Eheschließungen. Ja, das ist wirklich sperrig, das ist umständlich, aber ich denke, mit Hilfe konkreter Biografien kann das Ganze schnell mit Leben gefüllt werden. Die Journalistinnen Aline Aboud oder Samira El-Wazil, der Sänger der Toten Hosen Campino oder auch der kürzlich verstorbene Künstler-Kabarettist Mirko Nonchev. Diese Männer und Frauen und noch viele andere mehr sind Beispiele etwa für Nachfahren aus solchen Paarbeziehungen, bei denen ein Elternteil die deutsche und ein anderer eben eine andere Staatsangehörigkeit besaß bzw. besitzt. Die Zahl dieser binationalen Ehen in Deutschland hat sich seit dem Jahr 1996 in etwa verdoppelt und im Jahre 2020 wurde hierzulande jedes dritte Kind in eine sogenannte internationale Familie geboren. Diese Lebensläufe, diese Paarbeziehungen und auch Eheschließungen, Familienwelten sind Spiegel und sind Indikatoren für eine zunehmende gesellschaftliche Vielfalt. Sozialwissenschaftliche Untersuchungen heben gern die Bedeutung solcher Konstellationen hervor und sie interpretieren deren Zustandekommen und auch Häufigkeit als einen sehr verlässlichen Indikator dafür, wie viel Assimilations- und Integrationsbereitschaft verschiedene Zuwanderungsgruppen aufweisen. Der Wunsch, einen Partner oder eine Partnerin mit einer anderen Staatsangehörigkeit als der eigenen, beziehungsweise mit einem abweichenden kulturellen Hintergrund zu ehelichen, bedeutete und bedeutet auch immer noch in der Regel, ganz verschiedene Arten von Grenzen zu überwinden. Vorrangig national-sprachlich, vielleicht sozial-kulturell, möglicherweise konfessionell bzw. religiös. Diese Ehen stehen damit für das Aufeinanderprallen zwischen dem eigenen und dem Fremden und den daraus resultierenden Verhandlungen vorhandener, wie auch teilweise vorgestellter Unterschiede. Und dieses Aufeinanderprallen wurde in den letzten beiden Jahrzehnten immer wieder in Büchern, in Komödien aufgegriffen. Das Genre nennt sich Cultural Clash, wie hier einige Beispiele aus den letzten beiden Jahrzehnten zu finden. Diese Hinwendung im populärwissenschaftlichen, im öffentlichen, im literarischen Bereich unterstreicht letztendlich die Aktualität und auch Relevanz solcher Paare, solcher Familien für unsere Gegenwart. Sie eingehender zu betrachten scheint geboten, denn die Paarbeziehungen, auch Eheschließungen von ihren Rändern her zu denken, verspricht doch einiges, so würde ich behaupten, über den historischen Verlauf im Umgang mit eben solchen Ehen zu erfahren. Ja, und es lässt sich feststellen, dass eben auch die Geschichtswissenschaft Interessen an diesen Fragen von Ehe, von Liebe, von Romantik im Allgemeinen vertieft hat und sich eben unlängst verstärkt auch eben jenen Paarbeziehungen zugewandt hat. Und auch hier nur eine kleinere Auswahl, die oder von Büchern, von Publikationen, von jüngeren Darstellungen, die sich diesem Thema zugewandt hat. Symbolisieren diese Ehen auf der einen Seite die zunehmende Diversität und auch Pluralisierung von Lebens- und Beziehungsformen, stehen auf der anderen Seite die vielfältigen Formen von Argwohn, von Misstrauen, die diesen Paaren von Behörden, von Politik und Rechtsprechung, aber auch im Alltag etwa von der Familie, von den Familien entgegengebracht wurde und in Teilen vielleicht auch bis heute wird. Welche Befürchtungen, Sorgen und sonstige Reaktionen binationale Eheschließungen seit 1870 ausgelöst haben und wie diese überhaupt quantitativ sich entwickelt haben, das ist Gegenstand meiner Studie Liebe verwalten, hier unten rechts zu sehen, ebenfalls auch des heutigen Vortrages, in dem ich mich allerdings vor allem auf das Kaiserreich beschränken möchte. Zunächst beginne ich mit einigen Zahlen, damit es für Sie klar wird, von welchen Größenverhältnissen, von welcher Relevanz wir eigentlich sprechen. In einem zweiten Schritt geht es um grundsätzliche Auffälligkeiten bezüglich des Beobachtens und auch Wahrnehmens solcher Ehen. Und in einem dritten Fall möchte ich einen Sonderfall etwas vertiefen, und zwar die Eheschließung, die binationale Eheschließung von ausgewählten Diplomaten. Zunächst also zu Statistiken. Die eben schon erwähnten, von Herrn Lappenküper erwähnten Einführung der Zivilehe auf deutschem Boden und der reichsweiten Schaffung von Standesämtern in den 1870er Jahren verband sich ein sehr breiter Modernisierungsprozess in puncto Eheschließung. Es waren nicht mehr die Kirchen, sondern eben jetzt staatliche Institutionen, die Ehen regulierten und überprüften und eben auch die Vornahme von Eheschließungen entsprechend
sozusagen durchführt. Die in der neu geschaffenen Institution des Standesamtes wirkenden Standesbeamten, und das waren eben Männer, deswegen kein Lapsus hier, trugen fortan die Verantwortung für die Rechtsgültigkeit einer jeden Ehe. Diese Staatsdiener nahmen hinsichtlich des Erlaubens oder Verweigerns einer bestimmten Heirat eine, wie ich finde, kaum zu unterschätzende Bedeutung ein und fungierten, wenn man so möchte, als eine Art Eintrittsschleuse in den nationalen Heiratsmarkt. Denn die Zahl der Anträge auf Eheschließung mit einem nichtdeutschen Partner bzw. einer nichtdeutschen Partnerin stieg im deutschen Kaiserreich, insbesondere seit der Jahrhundertwende, stetig an. Die stark gestiegene Mobilität, deren Höhepunkt Steve Hochstadt zwischen 1880 und 1920 etwa verortet hat, die sich intensivierenden internationalen Kommunikationsmöglichkeiten, der Handel oder auch einfach die einschneidenden Verschiebungen in der europäischen Arbeitsplatzgeografie erhöhten die Möglichkeiten und die Bereitschaft zum Kontakt mit Menschen fremder Staaten und Kulturen. Das Deutsche Reich stieg in dieser Phase zu den weltweit zweitwichtigsten Einwanderungsland nach den USA auf. Zunehmend verlagerte sich nun das Migrationsgeschehen von innen nach außen, versechsfachte sich die Zahl der hier lebenden Ausländerinnen und Ausländer innerhalb von 4 Jahrzehnten von etwa 200.000 1871 auf über 1,2 Millionen im Jahr 1910, womit der Anteil, der relative Anteil in der Gesamtbevölkerung auf immerhin 2% stieg. Vor allem Männer und weniger Frauen aus Russland, Österreich, Ungarn, Italien kamen nicht nur zum Arbeiten nach Deutschland, sie hinterließen auch in alltags- und lebensweltlicher Hinsicht ihre Spuren. Diese Entwicklung führte dann zu einer Veränderung, zu einer Ausdifferenzierung auch der Heiratsgeografie. Der Frauenmangel in den jeweiligen Zuwanderungsgruppen, es waren also vor allem Männer, die gekommen sind, begünstigte dies zusätzlich, denn es waren eben ledige Männer, insbesondere eben zwischen 20 und 40. In Phasen rascher Zuwanderung kamen auf 100 Männer im Heiratsalter nur etwa 70 bis 90 Frauen in den entsprechenden Altersgruppen. Eine Ehefrau aus der Herkunftsregion war für die Zugereisten beispielsweise im Ruhrgebiet oder in Oberschlesien häufig nur schwer zu finden, was eben Beziehungen mit Frauen abweichender und in dem Fall vor allem deutscher Staatsangehörigkeit oder Bundesangehörigkeit wahrscheinlicher macht. Als Folge dieser Entwicklungen waren deutsche Standesbeamte nun zunehmend mit solchen Gesuchen von Reichsangehörigen konfrontiert, die ihre ausländischen Partner, Partnerinnen aus den genannten Ländern zu ehelichen suchten. Hinzu kam, ebenfalls vor allem seit der Jahrhundertwende, eine Vielzahl von Anträgen von Männern, die aus den USA, aber auch aus Ostasien, Nordafrika oder auch dem Nahen und Mittleren Osten stammten und sich etwa in Deutschland zu Studien oder auch Geschäftszwecken aufhielten. Dabei hing das Aufkommen solcher Gesuche deutlich ab vom Industrialisierungsgrad der jeweiligen Stadt, dem Anteil ausländischer Arbeitnehmer oder auch der Grenznähe, nicht? Also Elsass-Lothringen, Schleswig-Holstein und so weiter. Das sind natürlich Regionen, wo das deutlich häufiger passieren konnte, aber eben auch Großstädte. Für den Untersuchungszeitraum kann für unterschiedliche Städte wie Duisburg, Hamburg, Frankfurt am Main oder auch Berlin von einer stetig wachsenden Anzahl von etwa 2 bis 6% dieser Ausländerehen am Gesamtteil aller Eheschließungen ausgegangen werden. Und das führt zu einigen Besonderheiten, zu einigen Beobachtungen, zu einigen Beschränkungen, also dreimal ein B, die aus meiner Sicht gut zusammenfassen können, was diese Eheschließungen im Kaiserreich dann auch wirklich bedeuteten. Mit jedem Eheantrag und dessen Genehmigung oder Ablehnung verbindet sich ein kompliziertes privatrechtliches Verfahren, das auf komplexe Fragen von Staatsangehörigkeitsrecht, Aufenthaltsrecht verweist und wie eben schon erwähnt, im Großen und Ganzen bis heute Gültigkeit besitzt. Sobald nämlich einer der beiden verlobten Personen beim örtlich zuständigen Standesamt nicht den Nachweis erbringen konnte, dass er oder sie Deutscher war, musste ein von der zuständigen Heimatbehörde sogenanntes Ehefähigkeitszeugnis vorgelegt werden, mitsamt entsprechenden Hinweis oder eine Prüfung darüber, dass aus privatrechtlichen Gründen kein Hindernis für eine geplante Eheschließung bestand. Was waren das für Hindernisse? Beispielsweise, es bestand eine Ehe bereits im Heimatland oder dass ein bestimmtes Heiratsalter nicht erreicht war, was eben im Heimatland gefordert war. Hier ein Beispiel aus späterer Zeit.
Allerdings stellten, und das ist das große Problem an der Sache gewesen, einige und vor allem außereuropäische Staaten wie die USA, die Türkei, Japan, China solche Zeugnisse überhaupt nicht aus. Und in solchen Fällen oblag es dem Präsidenten des zuständigen Oberlandesgerichtes, und das ist wirklich Bürokratiegeschichte vom Feinsten, über die Befreiung dieses Ehefähigkeitszeugnisses zu entscheiden. In bestimmten Fällen, insbesondere in solchen, wo es besonders unklare Verhältnisse gab oder strittige Angelegenheiten waren, konnten auch, und das passiert sehr, sehr häufig am Ende, oberste Reichsbehörden wie das Innen-, das Justizministerium eingeschaltet werden oder auch das Auswärtige Amt. Und das passierte im Übrigen öfter, gerade bei der Beteiligung von muslimischen Ehebewerbern oder in Kriegs- oder diplomatischen Krisenzeiten. Es bleibt also zunächst festzuhalten, dass es Behörden durchaus auf geschickte Weise verstanden, Einfluss auf entsprechende Verehelichungen zu nehmen. Sie konnten kontrollierend Macht ausüben und gegebenenfalls auch ordnend eingreifen. Mit diesen national grenzübergreifenden Heiraten verbanden sich komplizierte privatrechtliche Schwierigkeiten. Das habe ich erwähnt. Die Vorbereitung und auch rechtliche Sicherstellung einer solchen Eheschließung konnte dann für die Brautleute und auch für den Standesbeamten unter Umständen ein wirklich langwieriges, ein nervenaufreibendes und gerade mit Blick auf die Dokumentenbeschaffung ein logistisch aufwendiges Unterfangen werden. Bei nicht wenigen Brautleuten etwa ergaben sich rechtliche Unsicherheiten, etwa hinsichtlich der Gültigkeit bestimmter Dokumente, hinsichtlich der Vollständigkeit einzureichender Unterlagen oder der im Ausland zuständigen Behörden, obwohl sie, ein Zitat aus Dippoldiswalde in Sachsen, ein Paar dachten, Zitat, sie wären jetzt endlich soweit. Um diesen und anderen bestehenden Unklarheiten und Unsicherheiten zu begegnen, begann im Standesamtswesen etwa auch um die Jahrhundertwende eine sehr vertiefte Auseinandersetzung mit der Eheschließung mit Ausländerinnen und Ausländern und deutschen Reichsangehörigen, die ihren Niederschlag in zahlreichen Fachpublikationen und in Diskussionsbeiträgen in Standesbeamtenkonferenzen fanden. Die im Zuge des nun einsetzenden, so könnte man das nennen, Verwissenschaftlichungsprozesses vorgelegten Broschüren und Handbücher sollten den Standesbeamten verlässliche Anhaltspunkte, insbesondere bei rechtlichen Unbestimmtheiten, liefern. Exemplarisch hervorzuheben ist der Duisburger Standesbeamte Ludwig Schmitz, ab 1902 Herausgeber des Zentralorgans deutscher Standesbeamten, der bis 1921 monatlich erscheinenden Zeitschrift Das Standesamt. Hier wurden unter anderem, und das auch wirklich in zunehmender Häufigkeit, Fragen um ausländisches Eherecht sowie personenstandsrechtliche Entwicklungen in anderen Staaten vorgestellt, aber auch diffizile Sachverhalte und Präzedenzfälle diskutiert. Wir können also eine verbreitete zeitgenössische Unsicherheitswahrnehmung und in vielen Fällen vermutlich auch eine schlichte Überforderung innerhalb des Personenstandswesens hinsichtlich dieser AusländerInnen feststellen. Ja, und daraus erwuchs dann das Bedürfnis, für das Alltagsgeschäft durch die Einübung entsprechender Routinen gewappnet zu sein. Dabei muss man sich die Komplexität dieser Vorschriften nochmal bewusst machen. Denn um ihren Pflichten nachzukommen, nämlich einer gewissenhaften und einer korrekten Anwendung bestehender Gesetze und auch die Führung der Standesamtsregister, war bei der Vornahme binationaler Eheschließungen nötig, eben diese Kenntnisse des internationalen Privatrechts zu haben. Denn hier konnten länderspezifische Gegebenheiten zur Geltung kommen, wie etwa das Ehehindernis der Religionsverschiedenheit, etwa in Bulgarien und Österreich zwischen Christen und Nichtchristen oder in Griechenland zwischen griechisch-katholischen und Nichtchristen. In anderen Fällen musste das im Heimatland des ausländischen Verlobten zu vollziehende Aufgebot berücksichtigt werden, wie etwa in Italien oder Ungarn. Ja, und anderswo waren besondere Ehrerbietungsakte gegenüber den Eltern bei nicht volljährig verlobten Voraussetzungen für eine Eheschließung, wie sie unter anderem in Frankreich, Belgien oder auch den Niederlanden verlangt waren. Ja, und all das musste eben abgesichert werden. Eine deutsch-russische Ehe beispielsweise durfte dann nicht zustande kommen, wenn es sich bei den Ehepartnern um Verwandte handelte, das ist vielleicht weniger überraschend, eine Ehe zwischen Orthodoxen und Nichtchristen geschlossen werden sollte, einer der Partner 80 Jahre oder älter war, schon dreimal verheiratet gewesen ist oder in einer früheren Ehe der ehelichen Untreue überführt worden war. All dies schuf eine völlige Unübersichtlichkeit und Unsicherheit und betraf natürlich nicht nur die deutschen Standesbeamten. Mit dem Haager Staatenabkommen zur Regelung des Geltungsbereiches der Gesetze auf dem Gebiet der Eheschließung vom 12. Juni 1902
kam es zu einer einheitlichen Regelung des internationalen Privatrechts auf europäischer Bühne. Dabei ging es in erster Linie um Vereinheitlichung in Bezug auf die einzureichenden Dokumente. Es ging natürlich auch um Beschleunigung von Verfahren und um die letztgültigen Fragen eben auch der entsprechenden Legitimität von Eheschließung. Dies führte einerseits zu Vereinfachungen und Beschleunigung, andererseits setzte dies eben auch die fundierte Einarbeitung in die Materie voraus. So waren die Standesbeamten angehalten, sich mit diesen komplizierten Fragen, insbesondere Eheschließungsregelung aller Vertragsstaaten, bekannt zu machen und bei etwaigen Hindernissen festzustellen, was jetzt zu tun ist. Alle diese Vorkehrungen mögen vielleicht im Rückblick übertrieben scheinen, aber diese Verfahren zur Herstellung von Rechtssicherheit waren notwendig, denn wenn die Form der erfolgten Eheschließung in einer der beiden Herkunftsländer der Verlobten nicht anerkannt wurde, bedeutet dies in der Regel nicht nur erhebliche Konsequenzen für die Betroffenen, es war eine nichtige Ehe, sondern eben auch für den zuständigen Standesbeamten, etwa in Form von Strafgeldern. Und nun müssen wir uns vor Augen halten, dass die Tätigkeit als Standesbeamter in vielen Fällen eben nur eine nebenberufliche war, meist als Teilzeitberuf von Bürgermeistern oder Lehrern, gerade in ländlichen Gemeinden mit unteren von Müllermeistern, Ingenieuren oder Landwirten. Klagen von übergeordneten Behörden über unzureichende rechtliche Kenntnisse auf dem Gebiet des komplizierten internationalen Eherechts und entsprechende Fehler in der Registerführung erscheinen somit kaum überraschend. Dieses Konfrontiertsein mit rechtlichen Schwierigkeiten war das eine. Das andere war eine durchaus festzustellende latente behördliche Skepsis bei bestimmten Ehekonstellationen. Zum einen betraf das das Herausheiraten der deutschen Frau, zum anderen ging es um die Beteiligung nicht-europäischer und insbesondere muslimischer oder ostasiatischer Männer. Das Herausheiraten deutscher Frauen wurde nämlich ungleich stärker mit Argwohn bedacht als bei einem Mann. Ja, das ist auf die wechselseitige Wahrnehmung der Kategorie Geschlecht, Nation, Kultur, Religion und auch ethnische Herkunft und daraus resultierende Ungleichheiten zurückzuführen. Die Frau galt als Reproduzentin der Nation und eine binationale Eheschließung bedeutet immer die Möglichkeit, dass daraus Nachwuchs entstehen würde. Die Sozialfigur des Mischlings bzw. Bastards erlangte mithin in den damaligen zeitgenössischen Diskussionen eine große Popularität und gelangte in medizinische, soziologische Diskurse ebenso, wie das Thema mannigfach literarisch verarbeitet wurde. Oben also wissenschaftlich, unten tatsächlich auch Romane, die hier in dem konkreten Fall deutsch-asiatische Eheschließung, deutsch-chinesische Eheschließung als eine Art, ja, also einen unmöglichen Weg sozusagen eben auch von Max Dautendey und Alma Karlin versucht haben aufzugreifen. Eine solche biologische Aufladung von Nation und Ethnie war zeittypisch sicherlich, zog aber immer wieder auch rhetorisch-argumentative Verfahren nach sich, die darauf zielten, Frauen in ihren Entscheidungen als naiv und leichtsinnig abzuwerten und letztendlich weibliche Sexualität als eine potenzielle Gefahr zu begreifen. Und ja, die Argumentation war häufig, Frauen sind leichter verführbar gegenüber den als rational vorgestellten Männern, letztendlich eben auch in einer anderen Position. Aus Sicht vieler männlicher Beobachter und Entscheider in Standesämtern und den übergeordneten Behörden bis hin zu den obersten Reichsministerien verletzte also eine solche grenzüberschreitende Eheschließung zunächst die weibliche und in einem weiteren Schritt die männliche Ehre und damit, wenn man so möchte, das Streben nach einer sexuellen Reinheit. Und das Ganze wurde durch verschiedene Verfahren, wie etwa dem Verlust der Staatsangehörigkeit, durch die Eheschließung entsprechend auch zementiert. Verlust der Eheschließung für die deutsche Frau bei Eheschließung mit einem Nicht-Deutschen sozusagen wurde erst im Jahre 1953 in der Bundesrepublik abgeschafft, in der DDR ein Jahr später. Umgekehrt erfuhren vergleichbare, von Männern durchgeführte Grenzüberschreitungen in der Regel keine derartige Ablehnung. Das sind Anzeichen sicherlich für eine im Grunde hochgradig antifeministische, anti-emanzipatorische Überwölbung der Geschlechterbeziehungen in jenen Jahren. Einschätzung, und das sind jetzt alles Zitate, zum fehlenden Rassebewusstsein, über rassische Schamlosigkeit oder auch nationale Würdelosigkeit. Solche und andere Kommentare von Zeitgenossen in Medien, in Bürokratie, stammen keineswegs aus dem Nationalsozialismus, sondern lassen sich bereits verstärkt seit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert immer häufiger vernehmen, wenn also eine solche Grenzüberschreitung einer deutschen Frau diskutiert wurde.
Wenn man so möchte, könnte man sagen, dass solche Verlautbarungen existierende ethnische, aber auch geschlechtliche Ungleichheiten reproduziert haben, die mit der Jahrhundertwende, wenn man so möchte, auch kolonial-imperialistisch sehr stark eben auch gedeutet worden sind. Ich kann jetzt nicht weiter, vielleicht haben wir ja eine Diskussionszeit darüber zu sprechen, aber das Thema Mischehen in den deutschen Kolonialgebieten geht natürlich in eine ganz, ganz ähnliche Richtung. Jedenfalls, diese Maßnahmen, aber auch dieses Reden darüber prägt oder spiegelt, wenn man so möchte, einen doch ausgeprägten Wunsch nach Ordnung und nach Kontrolle sozialer, familiärer und intimer Lebensverhältnisse. Ja, und dieses Herangehen zeitigte dann auch ganz unterschiedliche Folgen. Typisch für das Deutsche Kaiserreich waren etwa Hinweise auf den angeblichen Experimentalcharakter solcher Ehekonstellationen, also der Annahme, dass solche Beziehungen von vornherein zum Scheitern verurteilt wären, vor allem dann, wenn Männer und Frauen aus Osteuropa das Standesamt betraten. Hier lassen sich immer wieder massive antislawische Vorurteile in den Akten erkennen, die wahrscheinlich wenig überrascht. Eine unverhohlene Ablehnung erfuhren aber auch muslimische Männer oder solche aus Ostasien. Bemerkenswert sind dabei Anlehnungen an zeittypische Deutungsmuster wie Harem oder Polygamie in solchen und vielen anderen Schriften und Diskussionen, die eben auf eine imperiale Überlegenheit und auf entsprechende zeitgenössische Diskussionen zurückzuführen ist. Solche Frauen, die die Ehe mit einem muslimischen oder ostasiatischen Mann schließen wollten, wurden besonders eindringlich vor einem solchen Schritt gewarnt und auf unterschiedliche Weise, mal subtiler, mal offener, hiervor von den Standesbeamten entsprechend auch gewarnt. Das war also nicht völlig unmöglich, aber die Damen mussten einen weitaus größeren Weg gehen, um ihre entsprechenden privaten Wünsche hier zu erfüllen. Standesamtliches Agieren verknüpfte sich dabei immer wieder mit sittlichen, mit moralischen, mit biologischen, aber auch mit demografischen Überlegungen und auch Ängsten. Der verbreitete Wunsch, das Zustandekommen solcher unliebsamen Beziehungen und auch etwaiger Nachkommen zu verhindern, deutet, wenn man so möchte, auf imaginierte ethnisch-religiöse Homogenisierungsvorstellungen und damit Fragen, wirklich komplexe Fragen, zu Zugehörigkeit. Dass diese Maßnahmen und Regulierungen nicht nur Paare des Bürgertums oder auch Otto-Normalverbraucher betrafen, sondern auch ganz andere Schichten der Bevölkerung, darauf deutet mein nächster Punkt, nämlich der Sonderfall der Diplomatenehen. Einen ausländischen Ehepartner, eine ausländische Ehepartnerin zu haben, ist in der heutigen Zeit nicht nur im diplomatischen Feld kaum noch eine Ausnahmeerscheinung. Heute besitzen die Partnerinnen und Partner von immerhin einem Viertel aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Auswärtigen Dienst eine andere als die deutsche Staatsangehörigkeit. Zu häufig sind derartige Verbindungen also heute anzutreffen, um öffentlich irgendwie überhaupt wahrgenommen oder skandalisiert zu werden. Ganz anders allerdings zu Zeiten von Nationalstaatsgründung und auch des Imperialismus. Im langen 19. Jahrhundert unterlagen nämlich Diplomaten als Regierungsbeauftragte und Vertreter staatlicher Interessen nach außen der Aufmerksamkeit einer stark von jenen ethnonationalen Tendenzen geprägten Öffentlichkeit mit entsprechenden Erwartungshaltungen. Just in jenem Zeitfenster also, als in Europa nationale und nationalstaatliche Grenzen sicherlich am schärfsten ausgeprägt gewesen waren. Zwar kam es in dieser Zeit zu einer zunehmenden auch Individualisierung in bestimmten Kreisen, Stichwort Liebesheirat, doch kollidierte eine emanzipiert unabhängige Partnerwahl mit dem nationalstaatlichen Kontroll-, Gestaltungs- und Regulierungsanspruch, insbesondere im Falle des Optierens für einen ausländischen Partner, eine ausländische Partnerin zum Tragen kam und das insbesondere, wie gesagt, im diplomatischen Dienst. Denn die im diplomatischen Dienste Preußens stehenden Männer, auch später des Deutschen Kaiserreichs stehenden Männer, waren transnational natürlich hochmobil, bewegten sich schon von Berufswegen her permanent über nationale und kulturelle Grenzen hinweg. Ihre Lebensläufe verkörpern somit grenzüberschreitende Begegnungsmöglichkeiten, Mobilitäts-, Kontaktmuster, mit deren Folgen Liebe oder Heirat oder was auch immer sich der Nationalstaat als Arbeitgeber, wenn man so möchte, dann eben konfrontiert sah. Ja, das schloss letztendlich eben bestimmte Verhaltensweisen gegenüber dieser Partnerwahl ein. Wäre es allein nach Otto von Bismarck gegangen, hätten die preußischen Gesandten gar das Gelübde des Zölibats ablegen müssen.
Diese Überlegungen jedenfalls konnten natürlich niemals umgesetzt werden, nicht nur, weil ein solches Verbot dem kosmopolitischen Charakter adliger diplomatischer Lebensweisen widersprochen hätte, sondern auch deshalb, weil bereits eben viele Diplomaten zu jener Zeit schon mit Ausländerinnen verheiratet gewesen waren. Während Martin Kröger für den höheren Dienst knapp 8% aller Bediensteten ermittelte, die mit einer Ausländerin verheiratet waren, bin ich nach eigenen Erhebungen davon ausgegangen, dass von den knapp 3000 von 1871 bis allerdings 1945 im diplomatischen Dienst stehenden Männer 321 mit Ausländerinnen verheiratet gewesen waren, also Pi mal Daumen 11%. Gerade vor der Gründung des Deutschen Kaiserreichs lässt sich eine ganz besonders starke Aufmerksamkeit des Arbeitgebers Auswärtiges Amt für diese Eheschließungen konstatieren. Ausgangspunkt war ein Gesuch von Josef Maria von Radowitz, der damals für die preußische Gesandtschaft in München tätig war und 1868 die Ehe mit der Russin Nadezhda Ivanova Ozerova eingehen wollte. Dies war innerhalb kürzester Zeit bereits der 9. Antrag eines Diplomaten auf eine solche Eheschließung mit einer Ausländerin, der im Auswärtigen Amt eintraf, sodass man sich dort zum Handeln gezwungen sah. Offenbar nicht zuletzt auch deswegen, weil der Vater der Braut selbst russischer Gesandter war. Ein Bericht, den Bismarck gut 2 Wochen vor der Hochzeit an den preußischen König verschickte und darin seine Missbilligung zum Ausdruck brachte, war die Voraussetzung für einen 1875 veröffentlichten Zirkulärerlass des Auswärtigen Amtes. Demnach war das Gesuch eines Diplomaten um die Heiratserlaubnis mit einer Ausländerin gleichbedeutend mit einem Dienstentlassungsgesuch. Begründet wurde dieser Schritt mit der Befürchtung, der Haushalt des Diplomaten verlöre dadurch, Zitat, das so wünschenswerte vaterländische Gepräge. Zudem wurde vermutet, die, auch das ist ein Zitat, Einwirkungen der nichtdeutschen Frau auf die politischen Anschauungen des Mannes könnten negative Folgen für dessen Arbeit haben. Den Frauen wurde hier im Duktus einer, wenn man so möchte, Politisierung des Intimen ein großer Einfluss auf das Denken und Handeln ihrer Männer zugesprochen. Künftig, fuhr der Erlass fort, sollten Ehegenehmigungen für Diplomaten, Zitat, nur ausnahmsweise und unter ganz besonderen Umständen und nur noch durch den Reichskanzler höchstpersönlich zu gestatten sein. Für die betreffenden Diplomaten bestand somit das Dilemma, sich im Zweifelsfall zwischen Beruf und Partnerin entscheiden zu müssen. Das Ziel, also hier aktiv, regulierend einzugreifen, entstand wohl nicht zuletzt durch die Vorbehalte gegen die englische Gattin Victoria des deutschen Kronprinzen Friedrich Wilhelm. So war Bismarck offenbar vor allem von dem Gedanken abgeschreckt, dass langfristig ein liberal-angelsächsischer Geist das preußisch-protestantische Diplomatenkorps beeinflussen könnte. Und gewiss diente genau dieser Runderlass auch dazu, gerade jüngere Kollegen abzuschrecken, wenn man so will, die ihre Tätigkeiten im Auswärtigen Dienst eben erst begonnen hatten. Ein Beispiel ist Ottmar von Mohl, als junger Kanzler des deutschen Generalkonsulats in New York in den frühen 1870er Jahren, nahm diese Hindernisse sozusagen zum Anlass, Abstand zu nehmen, eine US-Amerikanerin zu heiraten, obwohl er das ursprünglich so geplant hatte. Als wohl bekanntester Vertreter bekam die Skepsis seines Arbeitgebers, das Auswärtige Amt, der spätere Reichskanzler Bernhard von Bülow zu spüren. Als der damalige Botschaftsrat in St. Petersburg in den 1880er Jahren die gebürtige Italienerin Maria Beccardelli di Bologna heiraten wollte, benötigte er dafür Bismarcks Unterstützung. Das ist ein langer Briefwechsel, ich zitiere jetzt nur ein paar interessante oder mache es ein bisschen kürzer, Passagen. Er könnte, so äußerte er später zum Beispiel gegenüber seinem Freund an der ausländischen, einem Freund, nicht seinem, einem Freund an der ausländischen Herkunft Marias keinen Anstoß nehmen, des Reichskanzlerbeschränkung sei, Zitat, kleinlich, seien doch Bildung und Gesinnung der Partnerin ganz deutsch. Es folgte ein langes Hin und Her, eine Intervention von Otto von Bismarcks Sohn Herbert, und die mehrfach geäußerte Drohung Bülows, er würde den diplomatischen Dienst dann eben quittieren. Nachdem Bismarck 1884 dann doch sein Einverständnis gegeben hatte, telegrafierte Bülow an seine Braut, Zitat, in Ordnung mit Wotan. Unter Bismarcks Nachfolger Leo von Caprivi wurde die Vorschrift bezüglich dieser binationalen Diplomaten eben nochmals bestätigt. Das heißt, der Runderlass von 1875 wurde 1890 und 95 nochmal erneuert.
Dort hieß es, dass in besonderen Fällen ausnahmsweise die Einwilligung zur Eheschließung mit einer Ausländerin erteilt werden könne. Eine Verheiratung war demnach weiterhin zwar nicht grundsätzlich verboten, musste aber ausdrücklich durch den Arbeitgeber genehmigt werden. Im selben Jahr beispielsweise durfte Kurt Freiherr von Zedwitz zwar nach längerer Wartezeit und bangen Momenten die Amerikanerin Lena Caldwell heiraten, musste sich hierfür aber künftig mit abgelegenen und außereuropäischen Posten begnügen und schied daher 1893 gänzlich aus dem diplomatischen Dienst aus. Es war also für einen Diplomaten nicht per se vollkommen ausgeschlossen, eine nichtdeutsche Partnerin zu heiraten, aber das konnte unter Umständen durchaus Konsequenzen für die berufliche Laufbahn bringen. Am Beispiel Max von Brandts möchte ich zeigen, inwiefern der Tatbestand einer solchen Eheschließung mit einer Ausländerin auch genutzt werden konnten, um unliebsame Personen von wichtigen Posten zu entfernen. Brandt, der sehr jung in den frühen 1860er Jahren den Rang eines preußischen Konsuls in Japan einnahm, war bereits über 30 Jahre im diplomatischen Dienst in China und Japan tätig, als er nach dem Tod seiner ersten Ehefrau 1892 Helen Maxima Hurd kennenlernte, die Tochter des damaligen US-amerikanischen Generalkonsuls für Korea. Vor ihm wurde die Regel der Dienstentlassung unter Leo von Caprivi IV und nach ihm noch einmal angewandt. Doch keiner der Fälle erlangte nur annähernd eine so große politische und auch mediale Aufmerksamkeit. Im Wissen, was kommen könnte, also im Wissen um die auferlegten Beschränkungen, hat von Brandt in einem Brief an Caprivi Mai 1892 um die allerhöchste Genehmigung gebeten zur Verheiratung und begründete dies wie folgt: um den zu erwartenden Einwänden aus Berlin im Modus einer nationalen Loyalitätsbekundung anstelle der Frau zu entgegnen, Zitat: Fräulein Hurd, die einen, wenn auch nur kurzen Teil ihrer Erziehung in Deutschland genossen habe, sei der deutschen Sprache vollständig mächtig, besitze Verbundenheit zu Deutschland und dadurch sei garantiert, dass durch die Eheschließung meine berufliche Tätigkeit in keinster Weise beeinträchtigt werden würde. Nach der ersten Ablehnung bat er nochmals, und zwar in einem zweiten Schreiben, Zitat, als erste und einzige Bitte in über 30 Jahren eines alten, treuen Dieners. Jegliche Gefahren einer Entnationalisierung seien ausgeschlossen. Eine Ausnahmeregelung wäre aus seiner Sicht angebracht. Ansonsten werde er um Entlassung bitten. Diese berufs- und ehepolitischen Aushandlungen zwischen dem Diplomaten und seinem Arbeitgeber führten im darauffolgenden Herbst zu einer wirklich sehr intensiven Debatte über die Gründe der bevorstehenden Abberufung. Wenn man so möchte, avancierte das ganze Thema zu einem veritablen Medienereignis. So wunderte sich etwa die Nationalzeitung über die drohende Entlassung von Brandt als den besten Kenner Chinas, während der Berliner Lokalanzeiger auf Bismarcks Erlass und seine Befürchtungen eingegangen ist. Und ja, wenn man so möchte, die immer damals auch schon immer wieder sozusagen zitierte Bedrohung, wahrgenommene Bedrohung, die Fähigkeit der Diplomatenfrau erwähnte, die Grenze zwischen Politik und Familie verschwimmen zu lassen. Zitat. Fürst von Bismarck war der Meinung, dass der Deutsche bei seiner übergroßen Anschmiegsamkeit an fremde Nationen viel eher verfranzösisiert und verengländert werde, als jeder Angehörige eines anderen Volksstammes. Und zwar vor allem dann, wenn der Einfluss einer geliebten Frau dazukommt. Und weiter, nehmen Sie so einen Deutschen, soll Bismarck einmal gesagt haben, der eine Engländerin heiratet. Der Mann hat womöglich früher im Schlafrock und Pantoffeln zum Mittag gegessen und Bier dazu getrunken. Kaum hat er die englische Frau, da nimmt er sein Dinner im Frack, trinkt Portwein und spricht Englisch dazu. Also Sie sehen, auch zeitgenössisch war das Thema durchaus in der Presse. Zu Wort seiner Zeit meldet sich übrigens auch Josef von Radowitz, der noch Jahre zuvor selbst von einer solchen Ausnahmeregel profitiert hatte. Von Brandt abberufen zu haben, sei laut seiner Einschätzung nicht weniger als die törichteste Anwendung der Bismarckschen Klausel. Mit von Brandt, der aus seiner Sicht eine, Zitat, charmante und vortrefflich erzogene Nordamerikanerin heiratete, würde letztlich der beste und einflussreichste Vertreter in Ostasien abgezogen. Nach Einreichung des offiziellen Rücktrittsgesuchs wurde er dann, also von Brandt Ende 1893, eben noch mit dem Kronenorden erster Klasse ausgezeichnet, seinem Antrag entsprechend in den vorzeitigen Ruhestand entlassen. Ein Vierteljahr später schlossen er und Fräulein Hurd in Seoul die Ehe, wiederum intensiv
von in- und ausländischen Zeitungen begleitet. Ein ganz kurzer Ausblick auf die weiteren Jahre zeigt die Langlebigkeit dieser Vorkehrungen, die also einst von Bismarck getroffen wurden. 1911 wurde ein sogenannter Erinnerungserlass durch den Reichskanzler Bethmann Hollweg verabschiedet. In der Weimarer Republik folgten zwei neue Runderlasse Gustav Stresemanns. Offenbar waren die Vorschriften hinsichtlich der Bewilligungspraxis zuvor nur zu lax gehandhabt worden. Ein Runderlass von 1925 bezeichnete solche Ehen von Angehörigen des diplomatischen Dienstes, Zitat, mit Ausländerinnen aus Erwägungen allgemein politischer Art als grundsätzlich unerwünscht. Nach 1933 bezog sich das Auswärtige Amt ebenfalls auf die früheren Erlasse und dehnte die Regelungen letztlich auf alle übrigen Beamten, Angestellten und Arbeiter des Auswärtigen Dienstes aus. Eine sogenannte Unbedenklichkeitserklärung war fortan nur in ganz besonders liegenden Fällen vorgesehen. Es folgten der sogenannte Führererlass über die Ehen der Beamten des Auswärtigen Dienstes 1940 und 1943 der sogenannte Führererlass über die Fernhaltung international gebundener Männer von maßgebenden Stellen in Staat, Partei und Wehrmacht. Tja, und auch nach 1945 sorgten entsprechende Regelungen dafür, dass Ehevorhaben westdeutscher Diplomaten zwar nicht verboten waren, jedoch zumindest bis in die 60er Jahre hinein durchaus skeptisch beäugt, ja, Zitat, die starke Zunahme solcher Ehen mit Sorge gesehen wurde, da sich hierdurch Nachteile für den Dienst ergeben werden. Eine abermalige Genehmigungspflicht kam aber aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken, der zu erwartenden publizistischen Angriffe, auch das ist ein Zitat aus den Quellen, sowie Rückwirkungen und diplomatische Schwierigkeiten in jeweiligen Heimatstaaten nicht in Frage. Ich komme damit zum Ende. Diese kurze Vertiefung zeigt, wie ich denke, eine ganz interessante Nachwirkung des Kaiserreichs auf vielleicht eher unbekanntem Gebiet. Die Migrations-, die mobilitätsbedingten Weitungen des deutschen Heiratsmarktes und auch die Entwicklungen auf der Ebene des Standesamtswesens offenbaren spannungsreiche Widersprüche eines Modernisierungsprozesses. Auf der einen Seite haben wir eine Rationalisierung, eine Effektivierung, eine Beschleunigung von Verfahren und Inhalten. Das heißt also, viele Paare konnten nun viel unproblematischer heiraten, weil Dokumentenbeschaffung und so weiter tatsächlich auch von staatlicher Seite durch staatliche Unterstützung flankiert worden sind. Auf der anderen Seite eine allerdings kaum lineare Reideologisierung, wenn man so möchte, der Institution Ehe. Diese Wandlungen, diese Dynamiken, diese Lernprozesse und auch dieses Aufladen dieser Eheschließungen verdeutlichen die Durchdringung und auch Regulierung staatlich gelenkter, sozialer, familiärer Prozesse. Im Kleinen, also hier im Standesamt, der, wenn man so möchte, ein Ort war, das Standesamt, ein zutiefst moderner Ort war, wo beobachtet wurde, wo gehandelt wurde und wo entsprechende Entscheidungen getroffen worden sind. Diese skizzierten Entwicklungen kann man als Suchbewegung interpretieren. Es spiegelt, wenn man so möchte, behördliche Kontingenz, also Unsicherheitsbewältigung, ebenso wieder wie Prozesse einer Art Versicherheitlichung auf komplizierten rechtlichem Gebiet. Letztlich kommt damit insgesamt der Wunsch einer effizienteren, einer vereinfachteren, einer fehlervermeidenden Handhabe, einer Kontrolle, nun offenkundig komplizierter werdender und schwerer zu überblickender zivil- personenstandsrechtlicher Fragen zum Ausdruck. Diese tiefgreifenden Umwälzungen auf dem deutschen Heiratsmarkt seit 1900, schufen eben aber auch neue Handlungs- und Orientierungsmöglichkeiten, sowohl für die staatlichen Stellen als auch für die Individuen, gleichzeitig aber immer auch Einschränkungen. Gewissermaßen als Nebeneffekt dieser Suchbewegungen wurde eine staatlich gelenkte Ehepolitik eben seit der Jahrhundertwende auch zu einer Art Instrument zur Verhinderung unerwünschter Konstellation. Moderne erscheint hier als eine Art, wenn man so möchte, beständiger Kampf gegen das Bedrohliche, gegen das Uneindeutige, vielleicht gegen das Irritierende. Und auf das verstärkte Aufkommen neuer Paarbeziehungen und auch Erschütterungen traditioneller Geschlechterverhältnisse in dieser Zeit wurde behördlicherseits mit einem grundsätzlich kontrollierenden, regulierenden Umgang reagiert, was schließlich einen weitgehenden Zuwachs staatlicher Durchmachtungsgewalt auf private Lebensbereiche mit sich brachte. Durch diese Einflussnahme auf das Heiratsverhalten strebten staatliche Institutionen an, einen Eingriff in die Geschlechterordnung des Nationalstaates vorzunehmen und eben auch soziale, familiäre Prozesse zu beeinflussen.
Im Handeln und Wahrnehmen vieler institutioneller Akteure waren sicherlich auch zu dieser Zeit völkische und auch sozialdarwinistische Denkfiguren bereits eingeschrieben. Und das in einer Zeit, in der sich die Koordinaten in der Begründung von Eheverboten allmählich von sozial, also sozialen Eheverboten Anfang des 19. Jahrhunderts über religiöse Mischehenverbote hin zu rassistisch-eugenischen Argumentationen verschoben. Die im Zuge der Etablierung und Ausdehnung des deutschen Standesamtswesens erlernten Technologien, Techniken, Kulturen der Ehewahrnehmung, des Eheentscheidens, der Entscheidungsfindung über Fremdheit, über Grenzen, über erwünschte oder unerwünschte Paarbeziehungen bereitet zumindest zu Teilen auch den Boden für das, was in den Jahrzehnten danach kommen sollte. Also das heißt, eine stärker rassenpolitisch aufgeladene Ehebehinderung und Eheverbote, die in den Jahrzehnten danach folgen sollten. Aber darüber haben wir hoffentlich noch Gelegenheit, gleich zu diskutieren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf Ihre Fragen.